Also, so war das. Ich werde mal direkt mit Theo reden. Konzentriere dich nur auf das Rennen. Ach ja, um nochmal auf die andere Frage zurückzukommen, es gibt viele verschiedene Arten von Chocobo-Jockeys. Es ist nicht nur für Kriminelle. Manchen Leuten geht es um Berühmtheit, manchen um das Geld, manchen Leuten geht es nur um die Ehre und dann gibt es noch Leute wie dich. Oh ja, ich bring dir bei, wie man auf einem Chocobo reitet. Okay. Also, zuerst die Select-Taste drücken, um entweder Auto oder manuell zu wählen. Damit kann man entweder selbst die Kontrolle übernehmen oder den Chocobo alleine rennen lassen. Es ist aber ziemlich schwierig, den Chocobo dazu zu bringen, so zu laufen, wie du es willst. Wenn der Chocobo dich nicht mag, folgt er dir nicht. Da kann man nichts dran ändern. Aber die meisten Chocobos, die ich dir gebe, sind ziemlich sanft. Du solltest also keine Probleme haben. Mit der Quadrat-Taste kannst du beschleunigen und mit der X-Taste kannst du den Chocobo bremsen. Wenn du aber schneller reitest, als der Chocobo rennen kann, verliert er bald seine Ausdauer. Mit den Richtungstasten kannst du den Chocobo nach links oder rechts lenken. Mit der Kreistaste bekommst du einen Geschwindigkeitsschub. Natürlich brauchst du so schneller deine Ausdauer auf. Manche Chocobos sind eher wild und können nicht gleichmäßig rennen. Sie haben deshalb auch keine große Ausdauer. Bei diesen Chocobos solltest du die manuelle Steuerung wählen, damit du ihre Geschwindigkeit drosseln kannst. Noch ein letzter Rat für die Ratlosen. Wenn der erste und zweite Chocobo die Ziellinie überschritten haben, drücke die Starttaste, um das Rennen zu beenden. Okay. Das heißt, ich darf jetzt hier einen auf Chocobo-Rennen machen. Toll. Bist du neu hier? Hi, Joe. Hi, Esther. Du bist hübsch wie immer. Danke. Lass mich vorstellen, Cloud. Das ist Joe, einer der Top-Chocobo-Jockeys. Nett, dich kennenzulernen, Cloud. Wenn du zu Esther gehörst, dann... Hey, er ist ein aufstrebender Jockey. Er ist seit einem Tag hier und hat es auch schon hier herauf geschafft. Was? Ach so, ich verstehe. Also, was hast du da unten gemacht? Entschuldigung, hier wird nicht über die Vergangenheit nachgefragt. Ziemlich interessant. Ich habe das Gefühl, ich werde dich wiedersehen. Na dann, bis später, Cloud. Ich schau mal nach dem Chocobo. Warte hier mal ein bisschen. Immer soll ich warten. Warten. Oh Mann, was ist denn das hier für ein Apparat? Kann ich nicht benutzen, okay? Ein Spiegel. Der Typen hier kann ich auch nicht reden. Pünktchen, Pünktchen. Ich hab dir nichts zu sagen. Das Rennen fängt gleich an. Die Jockeys für das nächste Rennen bitte zum Sattelplatz. Ich wiederhole. Nee, da kann ich nicht lang. Ah, da liegt eine Substanz. Substanz Ramu erhalten. Mhm. Bestimmt wieder so ein Typ zum Beschwören. Nee, ich kann da noch nicht lang. Okay. Cloud! Danke, dass du gewartet hast. Das ist ein Chocobo, den ich selbst trainiert habe. Der verliert nicht leicht. Oh ja, weißt du, wie man auf einem reitet? Ja, ich weiß, das hast du mir gerade erklärt. Dann viel Glück. Oh Gott. Welcher ist denn jetzt meiner? Ich kann nicht sagen, welcher meiner ist. Ich versuche hier auch gerade die Steuerung umzustellen, aber es geht auch nicht.
Oder habe ich jetzt tatsächlich die 1? Ich weiß ja gar nicht. Das ist der gelbe, den ich hier mitten in der Fresse habe. Ich komme hier nicht an den anderen vorbei. Ich komme nicht daran vorbei. So geht's aber hier voran. Ich will an den anderen noch vorbei. Na los! Schneller, schneller, schneller. Na los, schneller. Schneller. Ich bin hier nur am Knöpfe drücken. Ich hoffe, das Rennen ist bald vorbei. Also jetzt bin ich aktuell Platz 1. Das ist natürlich schon mal gut. Aber ich verliere gerade auch sehr viel Ausdauer. Das ist weniger gut. Ist das das Ziel? Ist das das Ziel? Yay! Jetzt geschafft. Faszinierend. War ja doch einfacher als ich gedacht habe. Ich habe nicht gemerkt, dass wenn ich irgendwie Knopf gedrückt habe, sich da irgendwie was großartig verändert hat. Aber egal, wir haben es geschafft. So. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt ist alles in Ordnung. Ach ja, der Besitzer hat mir gesagt, ich soll dir einen Brief geben, wenn du gewinnst. Junge, wenn du diesen Brief liest, dann musst du einen Siegerring haben, den du bestimmt verdient hast. Ich habe von Esther über Dina erfahren, da du gewonnen hast, verspreche ich dir, dass du mit all deinen Freunden begnadigt wirst und dass ihr alle freigelassen werdet. Ich habe auch, sozusagen als Entschuldigung, ein kleines Geschenk für dich vorbereitet, auch für die Reise. Es tut mir leid, dass ich dir dies nicht persönlich sagen kann, aber ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Mit freundlichen Grüßen, Dio. Ein Geschenk? Telefon! Geh mal einer ran. Cloud, ist das nicht fantastisch? Der stellvertretende Geschäftsführer ist gerade vorbeigekommen und hat einen Buggy für dich dagelassen. Jetzt kannst du ohne Probleme durch die Wüsten und Flüsse fahren. Yay! Okay, Cloud, ich warte draußen. Der Brief geht noch weiter. PS, ich habe vor kurzem Zephyrus kennengelernt. Er muss viele Fans unter Jungs deines Alters haben. Warum besorgst du dir nicht seine Unterschrift? Er scheint in Richtung Süden des Flusses nach Gongaga gegangen zu sein. Zephyrus. Jetzt heißt es also Abschied nehmen. Na, ja, na, wenn du je deine eigenen Rennschokobo hast, komm mal wieder vorbei. Ich kümmere mich um deine Anmeldung und alles andere. Bis dann. Okay. Ja, das ist doch so in Ordnung, wie das ist. So. So fährst du den Buggy. Klick auf OK, um einzusteigen. Klick auf Abbrechen, um auszusteigen. Buggys können niedrige Flüsse und Wüsten durchqueren. Mit einem Buggy kannst du selbst in die Costa del Sol und Junon vordringen. Fahre einfach auf dem Frachtschiff mit. Okay. So. Da geht es nicht lang. Hier kann ich lang. Da kann ich lang. Ich könnte da lang. Ja, die Substanz habe ich jetzt noch nicht eingeführt, aber die werde ich noch einführen. Ja, du musst ja jetzt nichts mehr machen, wenn sie hier schon ihr Höllenfeuer macht. Na los, noch schneller. Und dann geben wir dann die andere Substanz dann Barrett. Einfach aus dem Grund, weil diese größeren Viecher, die sind ja einfach stärker als so ein Schokobo. So. Inventar öffnen, bitte. Danke.
Substanz. Barrett. Da. Und diesen Ramu. Ruft Ramu auf. Yay. Ist irgendwer, der Blitze machen kann. Super. Hey. Ich will da wieder rein. Ich will da rein. Ah, geht doch.